Hör mal, ich freue mich. Ja. Meine Damen und Herren, ich freue mich. Mein Name ist Osch Emmer. Ich bin von Gremium Nee, Freunde, pass auf, ich bin mit den Kegelfrauen aus Gremium Weich. Nee, pass auf, habe ich Reisegeld gespart und ich bin gerade, ich kriege keine Luft, weil ich bin gerade vom Abis rüberlaufen. Ja, und auf dem Weg hierhin meine ich auch, ich wäre irgendwo reingetreten, weißt du, ja. Nee, ich weiß es nicht. Freunde, ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid, wer alles hier ist heute Abend. Schätzelein, dass ich dich mal kennenlerne, weißt du Bescheid. Die Frau Pohut. Ich habe noch ein bisschen feuchte Hände, ne? Ja, ich war gerade auf dem Klo gewesen. Ich habe sie mir aber nicht gewaschen. Ist ein Spaß, Spaß muss sein, ne? Wo ist der Pilawa? Wo sitzt der Pilawa? Da vorne. Hör mal, Pilawa. Ich gratuliere dir. Hör mal, weißt du, wir beide haben was gemeinsam. Weißt du, was wir gemeinsam haben? Unser Erfolgsrezept, ja, Gradlinigkeit und eine sexy Ausstrahlung. Da weißt du Bescheid, ne? Ja, hast du da eine Brosche oder habe ich dich gerade angerufen? Ja, ne, Spaß muss sein, ne? Spaß muss, weißt du Bescheid. Ich habe auch schon einen Intus. Kleinen Donkast, ich sag mal, ne? Hör mal, die goldene Kamera, die läuft an, weißt du das? Über die Jahre. Du machst hier zu Hause schönen Eimer, lauwarmes Wasser und dann machst du eine Correga-Tabs rein. Dann geht das raus, ja. Ne? Meine Zähne auch, siehst du, ist alles sauber. Freunde, ich freue mich. Ich darf ja heute Abend hier, guck es auch, sieht auch wieder. Ja, ist das Schwein, ne, auch schön. Pass auf, Freunde, was wollte ich jetzt? Es geht ja um die Verleihung für den Nachwuchsschauspielerin. So, jetzt kommt aber der Hammer. Ich habe vergessen, Herr Brandt, ich weiß es nicht mehr. Ihr könnt mich totschlagen, ich habe es vergessen. Und das ist live, weißt du? Möchtest du die haben? Ich weiß nicht mehr. Ja, ich habe mir einen genommen vorher. Frau Katterfeld, ich mache 3.000 netto im Monat. Das sage ich nur mal als Information. Wer Sie interessiert an so einem Nachwuchspreis? Hä? Wenn wir beide können wir doch... Hä? Ich hab ein schönes Angebot für dich, mein Schatz. Du bist heute ein Glückshase. Weißt du was? Du darfst mich jetzt anfassen und du entscheidest, wo... Ja, nee, ich habe einen getrunken, Freunde. Ihr macht euch verrückt. Ja, ich meine, es wird doch gefeiert. Was soll das denn? Ja, pass auf, wir machen jetzt, ich weiß wirklich nicht, wer es ist. Ich weiß es nicht. Nein, Freunde, beruhigt euch doch da vorne. Wir machen das jetzt im Ausschlussverfahren. Es ist eine junge, na, Frau Gerster, es ist eine junge... Freunde, ich hab wieder Kreislauf, weißt du. Es ist eine junge Nachwuchsschauspielerin. Also würde ich alle Schauspielerinnen im Saal, die über 40 sind, mal bitte eine Hand hochzunehmen. Ja, dann, ja, Freunde, sonst schätze ich. Ja, ich weiß auch nicht. Auch weißt du was, ich gehe hier, sitzen hier, das sind in der Schauspielerin, ich lass mich hier mal durch. Namen, Herr Tarrer, ne, weißt du, ich habe so eine Fahne. Wir werden natürlich bis rausgeführt. Schätzelein, du bist aber auch ein lecker Häschen. Wer sitzt denn hier? Du bist aber ein lecker Häschen. Du bist nach meinem Maß. Ja, ich auch. Mal willst, kommst du mal mit? Ich habe eine Überraschung für dich. Komm mal mit, Schätzelein. Ja, pass auf, komm mal mit. Ja, hör mal, die hat Kreislauf jetzt. Schätzelein, pass auf. Du bist jetzt ganz tapfer. Kommst du mit mir mit? Ich bereite dich mal ganz langsam vor, Schätzelein. Ja, komm du mal mit. Ja, komm mal mit. Komm mal mit. Ja. Thomas, ja. Ja. Mein Vögelchen. Meine Damen und Herren, ich wusste doch, Schätzelein, du kriegst gleich einen Dornkart, hol mal ganz kurz Luft. Meine Damen und Herren, die Lilli Palmer Gedächtniskamera für die beste Nachwuchsschauspielerin geht in diesem Jahr an die wunderbare Anna-Maria Mühe. Herzlichen Glückwunsch. Freust du dich? Ja, nee, du freust dich, ne? Also, ja, ich muss auch.
Meine Damen und Herren, lass mich ganz kurz zur Begründung vorlesen. Hast du dich gefasst? Hast du noch einen Moment Zeit? Hör zu, meine Damen und Herren, sagt, das Talent wurde ihr gleich zweifach in die Wiege gelegt. Was sie daraus gemacht hat, bitte, was sie daraus gemacht hat, übertrifft noch die kühnsten Erwartungen. Mit nur 20 Jahren verfügt diese Ausnahmeschauspielerin über ein beeindruckendes Können. Durch ihre unbändige Lust. Na ja, weißt du, nee, weißt du, das merkst du ja auch. Nach Herausforderungen durchbricht sie alle Klischees. Ob zarter Teenager, verzweifeltes Vergewaltigungsopfer oder, was hast du denn alles gespielt, sag mal, oder aufreizende Lolita. Sie überrascht und begeistert.